Und also gibt es nur diese eine einzige Welt und es gibt nichts anderes als das, was sich in diesem oszillatorischen Blick als Sein auftut. Denn wenn es anderes gegeben hätte, würde es in diesen momenthaften Blick auftauchen, denn ansonsten gibt es nichts davon. Das ist also das, was wir an anderer Stelle die Zeit oder das Blicktableau Gottes genannt haben, des Unbewussten, das mit viel höheren Frequenzen arbeitet, sodass man es oszilloskopisch anhalten kann und erkennen kann, dass dieses Unbewusste immer eine Welt Frame nach Frame erzeugt und es also nichts anderes gibt, dass es nicht das Meinen, die Vorstellung der Welt als Bewegte gibt, sondern nur das immer momentane Aufspannen eines, was es ist, da Bildes und alle anderen Spekulationen, was die Bewegung erzeugt, was davor gewesen wäre, was danach wäre, was jenseits dieses Bildes ist, das keine Grenze, kein Unendliches, es ist an sich schon selber unendlich, obwohl es dennoch geschlossen ist. Das ist wie im besten Traum von der Struktur des Rhizoms, des Unbewussten, seiner signifikanten Ketten, die sich aus Bildchen, aus Eidos speisen, aber die unter dem Boden als Wurzelstruktur Rhizome in einer unglaublichen, allmächtigen, übergroßen Wirklichkeit miteinander verflochten sind, in einer grandiosen Komplexität, die unüberschaubar ist. Es gibt immer nur einen Bildausschnitt des Auges, das gerade blickt. Und gleichwohl ist das simpel, flach, so wie man einen borromäischen Knoten mit dem Bügeleisen umwandeln kann in die kleinste Flasche und dann zurückbügeln kann auf das Möbiusband selber, mit allerdings zwei Seiten. Das Faszinierende daran ist, dass dieses eine abgeschlossene bildliche Etwas, denn es kann nichts anderes geben als das, was diese Wirklichkeit ist, und Bewegung ist nur Bildchen und nochmal ein Bildchen und nochmal ein Bildchen, obwohl immer nur ein einziges Bildchen im Moment da ist, was das Sein und die Wahrheit ausmacht. Obwohl also dieses Bildchen selbst offenbar der Struktur nach dessen, was Heidegger da hineinliest, in eine Zwiefalt per se gespalten ist oder vereinigt ist oder angelegt ist, sodass also unsere Formel, dass die eine Lüge der einen Seite mal die andere Lüge der anderen Seite die Voraussetzung für das Gesamtbild der Wahrheit darstellt. Die einen, die das Zweite einkassieren wollen, um aufs Dritte der Fortsetzung dieses Bildprojektorapparates hinauszuzielen. Und die Zweiten, die Zenotischen, die diese heraklitische Bewegtheit anhalten wollen, in dem oszilloskopischen Blick mit 1000 Frame Bildrate. Oder jeder kennt das, wenn er einen Unfall gehabt hat. Wir zitieren nun die zwei Passagen bei Heidegger und jene Vorstellung, die davon ausgeht, dass es in diesem Bildchen Heideggers weder die Vorstellung eines Nichts, eines Unendlichen, einer Grenze, einer Begrenztheit und also von nichts gibt, das nicht im Bild selbst als etwas vorkommt. Denn das ist nur falsches Meinen und Chimäre derjenigen, die dieses Sein nicht verstehen.